So, willkommen zurück bei Horizon, der Questjägersitz. Wir müssen Schnappmäuler killen, aber das Problem ist, sie werden da bewacht von irgendwelchen anderen bösen Scheißleuten und ich glaube, das hier ist noch. Ja, ich bin zu weit weg. Muss mir da noch eine Taktik überlegen, wie ich das mache. Ja, wahrscheinlich gehe ich einfach auf die andere Seite des Flusses, töte die dann. Ja, ansonsten, was kann ich sagen? Ich freue mich, wenn ich mal alle anderen Spiele fertig habe und mal Horizon und noch irgendwas anderes spielen kann. Macht mir gerade, ist es ungefähr im Moment das Game, was mir mit am meisten Spaß macht. Ja, ich muss irgendwie von den Schnappmäulern weg, um dann mit denen zu kämpfen. Ah, perfekt. Gesundheitspflanze. Yeah, man. So, und jetzt irgendwie hier hoch. Deckung nehmen. Kann man überhaupt so kämpfen? Jetzt die, wo man richtig mit irgendwas töten kann. Jetzt wieder die. Okay, das hat auch nicht funktioniert. Geh da weg, geh da weg! Das hat ehrlich gesagt gar nicht funktioniert. Das hat so überhaupt nicht funktioniert. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich brauche unbedingt Gesundheitspflanzen. Vielleicht gehe ich gleich einfach mal in so ein Gebiet, nur um mir Gesundheitspflanzen zu geben. Oder ist das... Jetzt oder nie. Irgendeiner ist doch schon halb tot. Heißt das, wenn man weg abhaut, dann sind die nicht mehr tot, oder was? Willst du mich verarschen? Ja, wenn ich jetzt sterben sollte, dann hole ich mir erstmal woanders Gesundheitspflanzen. Ich kann ja zu diesem Scheißgebiet immer wieder zurück. Ich kann da immer wieder zurück. Das ist mir einfach zu dumm. Oder ich mache das von hier oben. Das finde ich natürlich nicht dumm. Das hier ist natürlich cool. Komm, das Ding stirbt jetzt eh. Das müsste jetzt eigentlich sterben. Ja, komm, haut ab, alle anderen haut ab. So, was machen wir jetzt? Wir stellen mir erstmal neue Tränke her. Na toll. Muss auf jeden Fall mehr Tiere töten. Wenn ich das nochmal Herz habe, bevor ich zurückgehe, hol ich mir Gesundheit zurück. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Sowas von am Arsch tot zu sein. Nee. Und immer schön leise. Geschafft. Ach, ich Und habe jetzt irgendeinen bringe ich. Scheiß geholt. Ja, jetzt gehen wir zu unserem Anfangsgebiet. Oh yeah, geil. Und da werden wir jetzt erstmal schön Gesundheitspflanzen pflücken. Habe ich auch früher bei Super Mario immer so gemacht. Da habe ich immer die ersten Levels gemacht und mir die Power-Ups holen, die ich brauchte. Die ich dann auch. Man konnte ja irgendwann mal so eins speichern. Bei Super Mario Bros. Da für den DS habe ich das immer gemacht. Da habe ich immer so richtig krass gescheatet. War mir egal. Hauptsache, das hat funktioniert. Und dann, wollte da nie komplett tot sein. Irgendwie wollte ich immer so 80, 90 Leben haben. Und das am Anfang hat man ja, Etwas Vorrat? hatte das Gefühl, so neuer die Super Mario-Spiele wurden, umso leichter wurden die. Also da hatte man dann immer übertrieben viel Leben. Weil man dann mal irgendwie sich dumm angestellt hat und welche verloren hat. Bin ich immer wieder zu den einfachen Levels gegangen, um mir wieder ganz viele neue Leben zu holen. Erinnert mich gerade daran, was ich hier mache. Okay, Aloy. Und jetzt?
Ja, okay, so war das natürlich nicht gemeint. So, eigentlich will ich Gesundheitspflanzen haben. Das Dumme ist, man kann die ja nirgendwo kaufen. Ah ja, hier aber. Man muss die ja echt sammeln. Trotzdem, jetzt muss ich erstmal wieder genug haben. Ha, sehr nützlich. Um mich selbst aufzuladen. Und wenn ich genug für mich selber habe, dann kann ich Reserve jagen, sammeln. Und ich bin eigentlich hier, um Reserve zu haben. Aber das ist nicht das, wo ich hin wollte. Warte, wo ist mein Heimatdorf? Hier, oder? Mutters Wiege, Becken Südtor, nee. Hä, wo wohne ich? Wo ist mein Ausgangsort? Vielleicht da. Ich weiß, dass in der Nähe von meinem Ausgangsort, da war so, an so einem Fluss, da konnte man immer, da hatte ich auch die erste Nebenquest bekommen. Ja, nicht hier, aber da konnte man richtig cool Gesundheitspflanzen sammeln. Also hier war das auf keinen Fall. Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt auf die andere Seite. Wenn ich genug habe, gehe ich zum nächsten Lagerfeuer. Ey, hier gibt es nur Bäume. Ich würde dann erstmal zwischenspeichern. Hier muss ich doch, ja. Hier sind noch welche. Ja, guck mal. Vor allen Dingen, es fühlt sich so an, als ob es davon am wenigsten gibt, aber ich glaube, ungefähr von allen gibt es gleich. Und aber wenn man nur ein bestimmtes braucht und alle anderen ignorieren kann, dann ist ja klar, dass das so, so zum Beispiel hier. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Gibt's jetzt gerade echt genug? Ja, da bestimmt nicht runterfallen, bitte nicht. Okay, wir gehen zu den nächsten Maschinen. Wo könnte ich mir denn noch ganz gut vorstellen, dass es relativ viele Gesundheitspflanzen gibt? Eigentlich da, ne? Ja, dann gehe ich da nochmal hin. Also ich will mindestens ein Plus haben. Ohne ein Plus gehe ich hier nicht weg. Jetzt sind hier sogar schon Menschen. Hier ist ja gerade gar nichts los. Außer ein schwimmendes Wildschwein. Was jetzt tot ist und was ich mir jetzt krallen werde. Oh, da ist noch ein Fuchs. Aber deswegen bin ich ja eigentlich nicht hier. Also natürlich, tierische Ressourcen braucht man auch. Zum Beispiel diesen Hasen hier. Hallo, ich will dich einsammeln. Jetzt hau doch nicht ab. Sehr nahrhaft. Ja, dann ist das halt sehr nahrhaft. Aber ich will Gesundheitspflanzen. Oh yeah, eine.
da noch so eine Blume. Wir holen uns das da jetzt einfach mal ab. Ja, perfekt. Jedes Panorama erzählt eine Geschichte. Oh, ach so sah das da früher aus, oder was? Okay. Ja, dann hat sich das doch mal gelohnt, da hinzugehen. So. Nee, wahrscheinlich kommt man hierher, oder? Wo ist denn noch? Ich finde, am Wasser sind immer die coolsten. Ach, komme ich hier hinher, oder was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich noch nach Pflanzen suchen soll. Bin ich gerade da? Ich will zu einem Fluss. Und wenn ich mal hier gucke. Ja, gehen wir mal dahin. Gucken wir mal da. Ja, ich weiß, ist gerade nicht so ganz die Hauptquest. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber muss auch sein. Man muss ja gut vorbereitet sein für den nächsten Kampf. Und sie sagt ja immer, man weiß nie, wann man es gebrauchen kann. Ah ja. Also gar nicht so scheiße der Platz hier. Das sind natürlich die Tiere hier. So, wir speichern einmal. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, das wird der Fall sein. Vom Schockwurz-Feuerdings nehmen wir auch noch mit. Weil ich weiß nicht, ob man das für Feuerpfeile braucht. Wahrscheinlich eher nicht. Da. Das sieht doch hier echt sehr erfolgreich aus. Das Coole ist auch, man kann auch schnell reisen, ohne bei einem Lagerfeuer zu sein. Das heißt, gleich bin ich wirklich der Meinung, dass ich weiter kann. Weil das hier ist gerade echt gut ab. Hier finde ich gerade genau das, was ich brauche. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich weiß noch nicht mal genau, wo ich bin, aber ich glaube, ich bin in diesem Wald in der Nähe von diesem Meridian. Noch ein heilendes Kraut, perfekt. Oh, das nehmen wir auch mal mit. Für mich. Wow, wie geil ist das denn? Gleich müssen wir noch auf die andere Seite. Da sind auch noch mehr davon. Also wirklich. Ah, eben auf die andere Seite. Boah, ich bin gerade so zufrieden. Mit der Ausbeute hier könnt ihr euch nicht vorstellen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Kann ich auch. Perfekt, ey. Das ist ja echt hier eine Goldgrube. Diesen Ort hier muss ich mir gleich mal merken. Bevor ich hier wegreise, gucke ich nochmal auf der Karte, wo das hier genau ist. Das ist ja richtig Hammer. Ich bin begeistert. Ja, richtig perfekt. Auch nochmal Metallscherben. Schockdinger brauche ich auch ab und zu. So. Jetzt gucken wir, wo wir sind. Hier. Ja, das ist da bei Meridian. Okay. Dann gehen wir jetzt mal wieder dahin. Ich finde, wir haben uns genug aufgeladen. Da werde ich jetzt gleich auch erstmal speichern. Ja, und dann muss ich mich fertig machen. Weil ich gleich feiern gehe. Ja, genau. Jetzt findet man hier überall. Ja, Feuerbrennwurz. Ich wollte gerade sagen, jetzt findet man hier überall Gesundheitspflanzen. Ja, nee, tut man aber nicht. Also ich finde, das war schon wichtig, dass ich da das andere Gebiet gegangen bin. Gucken
gucken wir erstmal, was sie jetzt sagt. Hier, das Herz für euch. Was ist mit der Abmachung? Ein Deal ist ein Deal. Ich kann meine Schulden zahlen. Wir verschwinden. Gut. Und bleibt weg. Aloy! Rede mit Talana. Hi, Talana. Glückwünsche sind angebracht. Ich wollte sicherstellen, dass du zurechtkommst. Du hast alles gesehen? Na klar. Tarkas, die Sonne leuchte ihm. Er hat mich sehr viel gelehrt. Zuallererst, ein Habicht verlässt nie seine Drossel. Warte. Heißt das... Ich will für deine Mitgliedschaft bürgen. Wie klingt das? Maschinen jagen, Trophäen gewinnen, Assis absetzen. Ach, bin dabei. Ich komme in die Loge, sobald ich kann. Perfekt. Ja, komm, das machen wir doch, oder? Kehren wir doch jetzt zur Loge zurück, können wir diese Quest abschließen. Das war ein bisschen doof, damit Lega jetzt mit dem Lagerfeuer. Jetzt sofort. Hat der Rebellion noch immer kein Ende gesetzt. Musste eben was wegräumen. Sorry, das war die Schublade. Das war eine lange Nacht gestern. Das Baby hat die ganze Zeit geschrien. Oh nein, das Baby hat die ganze Zeit geschrien. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass das Baby die ganze Nacht geschrien hat? Mal gucken, wo ich jetzt lang muss. Wahrscheinlich da oben. Nee, doch nicht hier lang. Doch hier oben. Das wird ein herrlicher Tag. Es gibt ja zu viele Wege. Die Stadt hier ist zu verwirrend. Ja, hier ist aber die Jägerloge. Ich bin da. Jo, wo ist jetzt die Person hier? Hi! Talana. Immer eine Freude. Und die Kleine ist auch da. Sonnenhabicht. Hiermit bürge ich für Aloy von den Nora zur Mitgliedschaft in der Loge. Nein. Sehe sie an. Sie ist nur eine Wilde. Ich bin keine Wilde. Ich habe geflochtene Haare. So tief kannst du nicht senken, Talana. Sie hat die Anforderungen erfüllt. Und König Avad hat bestimmt, die Loge für alle zu öffnen. Möchtest du das mit ihm diskutieren? Das Wort des Sonnenkönigs ist Gesetz. Auch wenn es die Loge ruinieren wird. Also gut. Schwörst du, Aloy von den Nora, im Dienste der Jägerloge redlich und edel zu handeln, jetzt und immer da? Jetzt und in Ewigkeit arm. Mitglieder der Loge, obwohl Tarkas kaum kalt ist, präsentiere ich euch Aloy von den Nora. Mitglied und Drossel, was sagt ihr da? Auf die Jagd! Für eine fremde bürgen. Mach du weiter sinnlose Gesten. Ich suche Rotschlund. Das Sonnenreich wurde hier gegründet, im Schatten des Grauhabichts. Oh, yay, 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 yay. Soll ich jetzt nochmal mit dir reden, oder was? Okay. Das ist ein guter Tag. Du bist jetzt Drossel. Du solltest deinen Ruf verbessern. Wie wäre es mit einem Donnerkiefer und Sturmvogel? Ich soll auf Trophäenjagd gehen? Du bist nicht nur Drossel. Du bist meine. Also lass mich gut dastehen. Was ist mit Rotschlund? Ich werde ihn finden. Wenn ich das tue, solltest du da sein. Schön, dich zu sehen. Okay, suchen wir uns eine neue Quest aus. Das ist so eine ewige Quest, glaube ich, so. Waffen der Loge könnte ich machen. Ja, muss ich auch. Oh ne, da habe ich keinen Bock, da muss man so viel jagen.
Nee, komm. 15 ignorieren wir. Was wäre das nächste? 19? 18? Ja, tatsächlich. Indem ich diese Quest weitermache. Hoffentlich geht's dir gut. Okay. Aber, wo muss ich denn da hin? Doch, oder da? Sturmvogel, nee. Gehen wir erstmal dahin. Das werde ich aber in der neuen Quest machen, weil ich muss mich langsam fertig machen. So. Speichern. Ja, yeah, Mann. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.